Von Antonito sind es 39 Meilen bis Alamosa. Unser Ticket für den nächsten Tag können wir ab 17 Uhr abholen. Der Bahnhof von Alamosa beherbergt auch das Touristenbüro. Die Wagen sehen ganz schön schrottig aus. Theoretisch hätte noch ein Zug ankommen müssen. Auf meine Frage wurde lediglich gesagt, dass man den Fahrplan manchmal ändert. Dieses ist der 9.30 Uhr Zug nach La Veta. Der Zug besteht aus unserem Aussichtswagen und einem Barwagen. Wir sind ca. 30 Fahrgäste. Aufnahmen sind bei den gebogenen Fenstern fast unmöglich, also genießt man die Landschaft nur mit den Augen. Man kann auch warmes Essen bekommen. Nach 3 Stunden erreichen wir La Veta. Auf der Straße wäre die Strecke 60 Meilen. Die Bahn ist 1878 als 940 mm Schmalspurbahn gebaut worden. Seit 1899 fährt sie auf 1435 mm, seit 2006 als Touristenbahn. Wegen des kurzen Gleisdreiecks kann nur die Lokomotive umsetzen. Leider gab es an der Lok keinen Hinweis über den Ursprung. Auch im Netz habe ich nichts darüber gefunden.
Anderthalb Stunden beträgt der Aufenthalt. In einem Laden gibt es gutes Eis. Auf dem Rückweg versuche ich ein paar Aufnahmen. An dem Sonnabend fiel der 9.30 Uhr Zug aus. Man rangiert nur die Waggons für den 11 Uhr Zug nach Föhr. Der Zug wird ca. 45 Minuten vor der Abfahrtzeit bereitgestellt. 700 Personen fahren mit, um das Konzert der Nitty Gritty Dirt Band zu erleben. Heute ist die Sicht aus dem Fenster besser.
was man bei den Aufnahmen nicht sieht. Es ist sehr, sehr warm, obwohl wir bei 3011 Meter hoch sind. Einige Sheriffs und viel Sicherheitspersonal sind auch mitgefahren. Für uns war das Konzert eine nette Erfahrung, denn es war keine Touristenveranstaltung. Auch hat uns die Musik gefallen. Nach 2 Stunden war das Konzert vorbei und alle entern wieder den Zug. Auf der Rückfahrt schütteln mir 3 Musiker die Hand.